Hallo? Und? Also, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir fahren jetzt zu einer Bekannten, die uns mal über TikTok angeschrieben hat, daher kennen wir sie. Und die war so lieb und hat Mia ein angeboten, dass sie mal ihr Pferd reiten darf. Ein Warmblüter. Und da fahren wir jetzt hin zu Natalie und dann gucken wir mal, wie das so wird. Mia hat gerade gesagt, sie ist schon voll aufgeregt. Genau. Wir sind ja gerade erst vom Turnier gekommen. Ja, also muss Mia heute dann jetzt die vierte Prüfung reiten, aber auch das schafft sie noch. So, wir fahren mal los, Mausi, ne? Ja. Gut, bis gleich. Jetzt darfst du frei sprechen üben. Grüß dich erstmal. Moment. So. Hi, du hast uns schon gestalkt, habe ich gesehen. Ja, klar. Ja, klar. Danke. Das lief so gut. Herrlich. Sie war tatsächlich bis zum vorletzten Reiter hat sie geführt. Sie war neunte, war dann haushoch in Führung und wieder der vorletzte. Ja, die kenne ich auch, die es gewonnen hat. Die hat früher gebabysittet. Aber die hat nur 0,1 besser gehabt als Mia. Mia hatte 15,9 und die hatte 16. Die hatte Mia hatte für die Choreo 8,5. Und dann für den Rest 7,4. Ja, aber das war eine E4, oder? Ja. Ja, also hey Mausi. Na, hallo. Ein Fuchsi. Sowas haben wir auch zu Hause, ne? Ja. Na Mia, willst du auch mal Hallo sagen? Guck uns noch ein bisschen komisch an. So, Mia hat entschieden, Natalie reitet zuerst. Einfach weil Mia ein bisschen unsicher ist. Aber Natalie hat gerade. Darf ich das erzählen, dass du gerade Mama geworden bist? Ja. Okay, und im Schritt ist das okay, ja? Ein Schritt ist okay. Okay, Natalie sitzt jetzt heute, glaube ich, das dritte Mal erst wieder auf dem Pferd. Und sie hat gesagt, sie möchte nicht beim Reiten gefilmt werden. Das kann ich total nachvollziehen, deswegen machen wir das auch nicht. Aber so im Schritt ist es in Ordnung. Genau, und Mia kann sich erstmal angucken, wie Noni so drauf ist, ne? Mutter holt jetzt den Hocker. Ich bin heute auch noch nicht genug gelaufen, ne? Weißt du, wie weitläufig das Turniergelände in Fisbeck ist? Warst du da schon mal? Da kannst du auch laufen ohne Ende. Das ist ganz schlimm. Wisbeck war, glaube ich. Oh, furchtbar. Freundet euch mal an, genau. Finde ich eine gute Sache. Siehst du das? Sie strahlt. Ist ja auch mal was total anderes, ne? Du musst mal kommen und mal Sam retten, wenn du so weit bist. Ja. Gucken, was du zu dem sagst. Dann machen wir es mal andersrum. Ja. Also ich finde es Sam eigentlich. Nein, du kannst auch reiten. Bin ich noch ein bisschen frisch? Du, der ist 9. Ach so, ist das der Berliner? Nee. Ach so? Okay. Sieht auf jeden Fall ziemlich ganz falsch aus, ne? So vom Verhältnis geht das eigentlich. Was? Der Sattel ist gemütlicher als Sam's. Ja? Ja, der passt dir besser, weil der kleiner ist. Sam's, der ist so, weiß ich nicht, der ist so hart. Der ist gemütlich. Der passt aber nicht auf mein Dicktier. Erstmal so zu reiten wie Sam. Genau, wenn du kürzer hast, musst du ordentlich gegenfallen. Motor ist hinten. Ja, sie traut sich manchmal dann nicht so einmal durchzukommen und dann kann man, weißt du, bei Sam ist das so, da musst du einmal innen mit dem Bein und mit dem Zügel einmal durchkommen und dann läuft er, ne? Ja. So, und wenn sie... Kannst du bei dir auch ruhig machen. Du kannst sie ruhig anfassen. Ja, mehr, noch mehr. Stell die mal einmal richtig ordentlich nach innen. Außen dranbleiben. Ja. Ja, ja, ja. Genau, und dann dranbleiben. Kannst, glaube ich, die Zügel noch einen Ticken kürzer nehmen. Musst du nur halt gegentreiben. Ich sag ja auch immer, alles, was du vorne machst, musst du mit dem Bein wieder, ne? Trau dich ruhig, da passiert nichts. Kaputt machen kannst du eigentlich nichts, ne. Gegentreiben. Noch mehr, noch mehr. Trau dich, ja, ja. Ist alles gut. Ich sag dir, sag schon. Ja, guck mal, Mia. Wenn du sie dann irgendwann hast, kannst du ja mal die nächste Gangart ausprobieren. Wenn du zu der
Bitte? Wenn sie den findet. Wenn sie den nächsten Gang findet? Ach, das glaube ich schon. Faul ist die eigentlich nicht, die fragt halt einfach nur genau nach. Nee, du sagst es ja, sie ist eher dann auch flott, ne? Eigentlich schon, ja. Was habt ihr jetzt vor? Ja, werd mal ruhig ein bisschen sauer, wenn die so klemmt. Genau. Sie testet jetzt erstmal so, muss ich oder muss ich nicht? Und Mia muss erstmal gucken, was muss ich überhaupt machen, ne? Auch wenn immer alle sagen, Pferde funktionieren alle gleich, wenn sie vernünftig ausgebildet sind, aber bei weitem nicht. Wenn du das Gefühl hast, das geht in der Biegung besser, dann kannst du ruhig auch Wolken reiten oder Schlangenlinien oder reizt mal einen kleineren Zirkel. Guck mal, sie hört dir auf jeden Fall schon mal zu. Dann reit los. Komm. Ja. Ja. Ganz. Ja. Dann guck mal. Ja, aber guck mal, super. Schön. Super. Ja, ich meine, ist ja nicht so, dass sie gar nichts kann. Nee. Ein bisschen unbeständig, aber sehr schön. Guck mal. Ja, ja. So ist super. Toll. Sieht richtig gut aus, du. Ja, denk wieder dran. Immer schön außen mit begrenzen. Wenn sie sich jetzt so festbeißt, dann kannst du sie einmal ein bisschen doller nach rechts stellen. Einmal ein bisschen lösen rechts. Das rechte Bein ran. Oder aber du parierst nochmal durch und trabst nochmal neu an, wenn das jetzt nichts bringt. Na, guck. Ja. Was ist jetzt? Moni. Das ist jetzt frech. Jetzt musst du dich echt einmal durchsetzen. Einmal Hand vor und richtig. Ja, so. Mal probieren, ne? Mhm. Wir probieren mal, ob wir wirklich vorwärts müssen. Sehr süß. Ich finde das aber irgendwie ja witzig, wenn die so testen, ne? Nicht witzig. Doch, war's. Aber du kannst, glaube ich, musst dich noch mal einmal ein bisschen. Innen musst du innen nochmal durchkommen, mit dem Bein und auch dem Außen aber auch dran lassen, ne? Ja. Oder reit nochmal eine Wolke, dass du so ein bisschen mehr bei dir hast gleich. Guck mal, wir gehen schon aus dem Weg. Oder so. Ein bisschen größere Wolke reiten, auch gut. Pass noch mal ein ganz bisschen nach die Zügel. Und innen wieder ein bisschen mehr durchkommen. Ja, genau. Ja, ich glaube, da fehlt innen so ein bisschen Bein noch. Kriegst du innen mehr Bein hin? Aber so ist ja schon mal nicht verkehrt. Guck, aber wenn sie ein bisschen mehr Bein hat, wenn du Zügel noch einen Ticken nachfasst, weiß ich nicht. Vor allen Dingen, dass du innen einmal ein bisschen durchkommst. Probier das mal wie bei Sam. Ja, einfach mal richtig durchkommen und dann wieder nachgeben, wenn sie auch nachgibt. So machen wir es ja bei Sam immer, ne? Und jetzt musst du weiter treiben. Guck mal, dann wird es gleich ein bisschen besser. Aber sonst ist es doch schon ganz ordentlich.
brettert die los beim Angaloppieren? Nein. Also die galoppiert frisch, aber die brettert nicht los. Willst du gleich mal galoppieren? Zur geschlossenen Seite aber. Nimmst die Zügel ein bisschen kürzer vorher noch? Was findet sie jetzt doof? Ja, reit weiter, reit weiter, reit weiter. Die testet jetzt nur. Reit weiter. Hand vor. Werd richtig sauer mal. Richtig, ja. So. Jetzt hat sie nämlich gemerkt, so, ich kann nicht mit den ellenlangen Zügeln durch die Gegend. Jetzt werden sie nämlich wieder länger. Genau, guck mal. Guck mal, super. Dann. So, und jetzt reitest du weiter, konsequent. Bisschen vorwärts traben. Dann setzt du dich kurz hin und gibst die Galopphilfe. Nächste Runde. Vielleicht. Ja. Dass sie hinten ein bisschen mehr abfußt. Ja. Ja, genau. Und jetzt einfach tief sitzen und Bein ran. Na siehst du, klappt doch, wa? Das ist richtig gemütlich. Ja? Ja. Ja, schön. Du musst dir sagen, wenn sie durchparieren soll. Ja. Gut. Aber das klappt ja gut. Dann wechsel doch nochmal die Hand. Kannst ja jetzt einmal aus dem Zirkel wechseln. Jetzt haben sie auch den Vorwärtsgang gefunden. Dann klappt das mit der Anlehnung auch gleich ein bisschen besser. Ich glaube, es ist manchmal gar nicht schlecht, wenn die erstmal einmal so ein bisschen vorwärts. Sag ja, läuft sie bei deiner Mama ohne Dreieck schlechter? Problem ist, meine Mama traut sich nicht ohne Dreieck. Ach so, okay. Probier mal wieder ein bisschen mit innen durchzukommen. Versuch sie mal nach innen zu stellen. Mehr nach innen stellen. Dann wird die Anlehnung meistens auch gleich besser. Stell mehr. Auf jeden Fall weiß sie jetzt, dass sie vorwärts gehen muss. Gang ist drin. Aber ich finde, das jetzt sieht gar nicht schlecht aus. Mhm. Und Mia, hast du Spaß dran? Sie lacht, sitzt da oben und lacht. Dann galoppierst du nochmal. Nur ein bisschen schneller an der Trabstelle. Mhm. Denk dran, galoppierst du nochmal an. Super, weiter. Schön treiben und innen stellen, ne? Aha, aha, weiter. Setz dich mal richtig hin. Mach dich mal schwer. Guck mal und treib weiter. Treib weiter. Genau, wollte ich gerade sagen. Nochmal angaloppieren. Setz dich mal richtig dann hin. Weiter. Hand vor, Hand vor, Hand vor, Hand vor. Die ist auch geil, ey. Aber sowas finde ich ja gut. Vorher Zügel ein bisschen aufnehmen, nicht so am langen Zügel antraben. Erst wieder schön zusammenstellen. Das habe ich mir gedacht, dass sie gegen angeht. Aber das. Jetzt nimm mal ruhig die Gerte an der Schulter. Ja, nochmal. So, aber jetzt geht's ja. Gut, und jetzt trabst du einfach mal an. Na? Lass die gar nicht erst anhalten. Gerte, Gerte, Gerte. Ja. Und wenn sie erstmal steht, dann steht sie. Jetzt denkt sie so, Schenkelweichen gehen. Vorwärts, Hand vor. Genau. Und dann trab sie einfach mal an, damit sie überhaupt erstmal wieder einen Gang findet. Aber guck mal, nee, kannst du auch aussitzen. Ich glaube, jetzt geht's mit dem Gang finden. Sitz mal aus, Mia. Ja, schön. Setz dich schön hin. Also das funktioniert richtig gut. Ja. Finde ich toll. Auch, dass du ihr die Gelegenheit mal gibst, finde ich super. So, und dann galoppierst du an. Na, guck. Weiter treiben. Setz dich hin. Setz dich mal auf den Arsch und treib mal mit dem Bein. Komm. So. Ja, jetzt treibst du mal mit dem Bein, ne? Und sitzt mal auf dem Hintern. Aha. Und dann reizt du bei C wieder einen Übergang. Wieder ganz kurz und präzise. Ja, aha, super. Das machst du noch einmal und dann könnt ihr Zügel aus der Hand kauen lassen. Ich weiß nicht, ob du dann noch mal rauf willst. Mhm.
Zimmer. Richtig toll. Versuch den Übergang mal wieder bei C zu reiten. Sitzen, sitzen, ja. Gut. Ja, das müssen wir noch üben mit den Übergängen, dass sie da einen Punkt findet. Aber ansonsten richtig schön. Habt ihr gut gemacht. Mhm. Richtig toll. Super. Lob sie mal. Oder magst du das nicht? So. Weil bei Skoda musst du immer vorsichtig sein. Sehr, sehr schön, Mia. Und wie gesagt, dann musst du dich im Galopp noch mehr hinsetzen. Sitz mal aus, genau, sitz mal aus. So, sitz mal aus, guck mal. So, und dann galoppierst du an, aber du musst vorwärts reiten. Komm. Komm. Bleib noch mal kurz gleich, dass du den Gang wieder findest und dann kannst du dich wieder hinsetzen. Wieder Hand mehr vor. Ist ja witzig, dass die das so austestet, wa? Ja, setz dich durch, ich werde richtig sauer. Ich verarsche dich gerade einfach nur. Noni! Aha, so, trab leicht kurz und dann sitzt du ein bisschen aus. Genau, so. Super. Erstmal schön vorwärts und dann kannst du dich wieder hinsetzen. Naja, woher soll sie das auch wissen, ne? Ja. Genau. Und dann setzt du dich gleich mal eine Runde hin, weil ich glaube, die ist ganz gut zu sitzen. So, genau. Treib weiter. Schön treiben. Absatz ja, tief lassen und treiben. Anlehnung ist super so. Ja, finde ich auch. Und dann galoppierst du zur geschlossenen Seite wieder an. Oder da. Ist egal. Reit weiter. Reit weiter, setz dich richtig hin. Setz dich hin. Und treiben. Mit dem Bein. Treiben. Dann wird der Kopf auch vorne ein bisschen ruhiger. Guck mal. Super. Sehr schön. Jawohl. Guck mal. Na, siehst du, läuft doch. Können wir so eine E-Dressur schicken, ne? Finde ich auch. Wenn sie denn vorwärts geht. Sehr gut, Mia. Parierst du durch, aber bleibst sitzen. Bleib sitzen. Bleib sitzen. Und treib weiter, treib weiter. Weiter treib. Aha, super. Guck mal. Darfst das Treiben nicht vergessen, ne? Guck mal, wie sie jetzt läuft. Nochmal angaloppieren oder nicht? Ach so. Reit mal durch den Zirkel wechseln. Ruhig im Aussitzen. Reit weiter, reit weiter. Komm. Reit mal einen Handwechsel. Nee, ich habe ja eben schon gesagt, du solltest... Nee, pass auf, trab noch mal an und dann reitest du im Trab mal durch den Zirkel wechseln. Müsste ja eigentlich gehen. So, guck mal. Setz dich schön hin und treib mit dem Bein. Schön aufrecht sitzen. Genau. Jetzt musst du gucken, dass du die Kurve kriegst, ne? Super. Guck mal, das läuft aber gut. Müssen die doch noch machen auf dem Turnier, wa? So, und dann galoppierst du zur geschlossenen Seite wieder an. Denk an dein Bein, lass das lang. Guck, setz dich schön hin. Hinsetzen und treiben. Genau, jetzt sitzt du mal auf dem Arsch, richtig. Super. Nicht länger lassen, die Zügel. Flutschen die immer so ein bisschen weg. Ja, das Problem hat sie immer. Sehr schön, Mia. Und dann reitest du den Übergang gleich wieder schön mit aussitzen und aber weiter reiten, ne? Vergiss das nicht. Du musst reiten. Stell die innere Hand mal mehr hin. So, dann kannst du nämlich auch mal nachgeben. So, Übergang. Reit weiter. Treiben. Einmal durchkommen und dann weiter treiben. Dass sie, ja. Durchkommen. Durchkommen. So, aha, jetzt habt ihr einen Schrittübergang. Ja, gut, hast du gut gelöst. Doch gleich die Eldressur. Ja, probier's doch nochmal. Aber das war ja schon supi. Galoppierst du nochmal an. Auf jeden Fall sitzen kannst du die gut, ne? Ja. Dann galoppierst du nochmal an. Super. Und dann reitest du da gleich bei C nochmal einen Übergang. Bereite dich vor, sag dir, da passiert was. Sag mal, brrt. Einmal durch, du musst ja auch mal durchkommen. Ja. Ah, ja. So, jetzt aber einen Übergang reiten, komm. Aha, so. Genau, das machst du jetzt nochmal. Oh, Mama.
Ja, aber du musst ja mal ein Feeling dafür kriegen. Das war doch gut. Super. Klasse. Versuch mal gar nicht so lange irgendwie drauf rumzurödeln, sondern wirklich ganz präzise und kurz versuchen zu parat. Ja. Ja? Ja. Aha, guck mal. Super. Prima. Guck mal, jetzt streckt sie sich sogar ein bisschen. Genau. Das sieht echt gut aus, was ihr beide da macht. Finde ich super. Was noch? Reitbeteiligung? Turnierbeteiligung? Nein. Nein, aber das so viel zu. Nee, sie ist mit dem Kopf sehr, sehr wackelig bei dir, ne? Ja. Aber guck mal, mit der Anlehnung und so, das passt. Lass sie mal noch einen Ticken länger. Versuch mal, ob sie im Leichtraben die Zügel jetzt und dann nicht da oben hingeht. Bleib mit dem Bein schön dran. Guck mal. Jawohl. Ja, sie ein bisschen. Sehr schön. Und dann reizt sie mal aus dem Zirkel wechseln. So. Na, guck. Schön dranbleiben, dass sie nicht so wegrennt. Und dann sammelst du die Zügel mal wieder ein. Und reitest aber genauso weiter. Also ich finde, die haben sich ganz gut gefunden, ne, gerade. Super. Ey, richtig gut, ne? Schön, dann machst mal einen Übergang zum Schritt und dann versuchst du mal Schritt zu reiten. Genauso schön. Und dann... Und, Frau Lürsen, wie war's? Gut? Ja. Ja? Wollen wir Nathalie mal einladen, Sam zu reiten? Ja. Ja? Ja. Dann tauschen wir mal so ein bisschen hin und her. Das wäre doch mal was. Ja. Ja. Supi. Guck mal, hast du ein Mädchen glücklich gemacht, Nathalie. Sehr schön. Ne? So, Mia, was sagst du? Brauchst du ein neues Pferd oder nimmst du den alten Sam immer noch? Nimm den alten Sam auch noch. Nimmst du auch noch? Super. Ich finde, im Moment ist der immer noch am jüngsten. Ja, ganz ehrlich, den kannst du überhaupt nicht ersetzen. Ja, ich weiß noch nicht, was wir machen, wenn der nicht mehr läuft. Einfach, weil der so zuverlässig ist. Der läuft überall hin. Ja. Der macht das, der geht da rein und den juckt nichts. Find das mal. Ja, aber noch läuft er. Ja, ich habe die Hoffnung, dass er noch eine Saison läuft mit ihr. So, das habt ihr ja richtig super gemacht, Mia. Ja. Moni war auch artig. Ja. Ja. Auch wenn sie, wenn sie ein bisschen getestet hat, aber du, das gehört dazu. Das finde ich eigentlich auch gut, weil so lernen sie es und nicht anders. Ja. Ich habe schon gesagt, sie sieht die ganze Zeit das Essen hier vorbeischieben. Ist auch gemein, ne? Ja, das ist total gemein. Ne? Hat sie gut gemacht. Ja. Total. Ich meine, oben sieht es nicht so groß aus. Nee? Nee. Weil sie so schmal ist wahrscheinlich ja, auch, ne? Ja, von oben ist nicht so hoch irgendwie. Aber das ist ein richtig... Willst du die wegbringen? Weiß nicht. Ein richtig gemütlicher Gangart. Dann muss sie doch weg. Die erste offene Tür. Genau. Die erste offene Tür. Okay. So, dann bringen sie mal weg. Hat das ja gut geklappt. Sehr schön. Erstmal vielen, vielen Dank für die Möglichkeit. Wir sehen uns vielleicht morgen hier zum Unterricht. Schreib mal, ob du kommst oder nicht. Mach ich. Alles klar. Tschüssi. So, Mia, du darfst noch Tschüss sagen. Wir fahren jetzt nach Hause. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen hoch, abonniert uns und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von uns.